Willkommen zurück zu Resident Evil. Resident Zombie. Whatever. Jetzt suchen wir mal noch die letzte Tür. Das kann ja wohl nicht sein. Also diese Tür hier nebendran ist es nicht. Diese Tür da ist es auch nicht. Hier ist es wohl keine von denen. Da kommen wir nicht rein. Scheiße. Da oben ist noch eine Tür. Villa 2. Obergeschoss. Da müssen wir hin. Ich sehe das schon. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt straight nach oben durch. Da oben ist noch was. Da gehen wir jetzt hin. Und hoffentlich klappt es. Das müsste die letzte Tür sein, ja. Schauen wir mal. Ist das Inventar? Ink Ribbons haben wir jetzt dabei. Okay, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir haben ja noch ein paar Schuss. 3, um genau zu sein. Diese Tür fällt bald auseinander. Nee, hat sie repariert. Ach so, das meint er mit, er hat die Tür repariert. Sehr geil. Das wurde auch mal Zeit, ja. Opfer. Und dann einmal komplett außenrum. Again. And again, and again. Ich glaube, wir haben hier Säuregeschosse drin. Das ist natürlich... Naja, sage ich mal. Aber okay. Ich hoffe, dass die paar Schuss jetzt reichen, um dorthin zu kommen. Das ist ganz hinterrum wahrscheinlich. Ganz hinterrum, genau. Ganz hinterrum nach oben. Alright. Da werden uns wahrscheinlich noch Zombies entgegenkommen. Garantiert sogar. Was sonst? Vielleicht hätten wir doch lieber vorher so eine Kiste leer lutschen sollen. Ich glaube, wir haben hier aber noch eine Kiste. Was jetzt bedeutet, wir können natürlich die Geschosse mit den Ink Ribbons austauschen. Das tun wir auch. Macht absolut Sinn. Absolut. Und dann brauchen wir für irgendwas noch diesen beschissenen roten Crystal. Und einen zusätzlichen Schlüssel, so wie es aussieht. Also erstmal darunter. Ohne jetzt nochmal zu saven. Brüste. Oh mein Gott, ich sollte das wirklich lassen. Ich habe jetzt schon 21% weibliche Zuschauer, deswegen... Naja. Sollte ich so Sprüche vielleicht wirklich lassen. Aber, ne, eigentlich nicht. Brüste sind doch was Tolles. Ne? Da müssen manche oder die meisten Mädels doch bestimmt auch zustimmen. Oh Gott, was laber ich? Vergesst's. Vergesst's. Zurück zum Spiel. So, wir wollen nach oben. Also tun wir das natürlich. Yay. Okay, da. Da wird uns garantiert so ein Zombie. Erwarten war klar. Fuck you. Warte. Eat shit, die. Na gut, dann eben nicht. Jawohl, Mazer in the Cop. Sieht nicht tot aus. Allerdings hoffentlich jetzt schon. Fuck. Der hat uns voll erwischt. Wir haben natürlich keine Heilsachen dabei. Blute. Komm schon, blute gefälligst. Naja, ja, er blutet. Okay, er blutet. Hervorragend. Let's have a look. Ich bezweifle gerade, dass wir hier richtig sind. Falsche Richtung. Gibt's hier noch was zu holen? Mann, Kartenspaß. Ne, da jetzt nicht. Okay. Vielleicht haben wir Glück. Ich glaub's ja wohl nicht. Wie ich einfach die ganze Zeit in die falsche Richtung renne. So, jetzt habe ich's. Alles klar. Da lang. Come on. Zurück. Zurück. Jill. What is happening? Hoffentlich haben wir dort noch Heilspaß. Da ich jetzt natürlich wieder nichts mitgenommen habe. Wer weiß, was uns da oben erwartet. So, hier. Na, wundervoll. Ach, du bist's. Nee, kein Heilspaß. Verdammt. Aber gut, jetzt können wir nach unten gehen und uns nochmal so Flensi hole. What the fuck am I doing? Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, Brüste. Ich kann's nicht lassen, tut mir leid. Okay, nehmen wir das mal mit. Hoffentlich. Ja. Heal Stuff. Ach, der Leiter, den brauchen wir auch nicht mehr. Wir hatten jetzt doch ein bisschen Heilzeug. Wer eigentlich noch? Gut, die gemischten Kräuter will ich jetzt nicht unbedingt komplett wasten. Scheiße. Okay. Ich würde mal behaupten, nicht cool.
Weil die sind jetzt wahrscheinlich direkt inhaliert. Dann nehmen wir das erste Hilfespray. So. Okay, und wieder gesund. Alles klar, ab dafür. Jetzt aber. Nur weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Naja, nee, eigentlich nicht. Nur weil uns der Zombie angefallen hat. Das hätte er sowieso getan. Der Zombie. Dip, 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 dip. So, und jetzt. Jetzt lunsen wir nochmal diese fucking Karte, ne? Geradeaus und dann etwas links. Etwas links. Es ist halt auch die Kamerawinkel, die verwirren, wenn man hier rumläuft. Aber das ist absolut beabsichtigt. Und dann nach oben. So, jetzt aber. Yay. Get it on. Ich glaube, dort war noch ein Helmsymbol. Das ist ja schon wieder unterm Dach, oder? So wie ich das sehe. Just shut up. Dim, 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 dim. Das habe ich komplett vergessen. Wie lang das her ist, wo wir dieses Rätsel gelöst haben. Jill, chill mal. Sie haben den Helmschlüssel verwendet, sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Yes, okay, und dann nichts. Wir rein. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich irgendwas Spaßiges. Nicht. Okay, wir sind auf dem Dach. Das ist toll. Kräuter. Kräuter ist gut. Da nehmen wir doch direkt mit zwei Stück. Yay, nimm mit. Yay. Ah, okay. Ich schätze mal, dass wir jetzt, wenn wir oben lang gehen, schauen wir, in die Bibliothek kommen. Bibliothek. Hoffentlich. Schlecht wäre es nicht. Schauen wir mal. Hier ist irgendwo noch was. Ach, die Kamerawinkel. Wasser einfach auch verwirrend. Jaguar lutschen. Oh nee, not you again. Not again. Runa. Und wir sind in der Bibliothek, ja. Das habe ich befürchtet. Komm. Jill. Gib ihm. Gib ihm. Ah. Oh ja. Ich wusste, dass dieses Vieh irgendwie noch lebt. Los, beweg dich. Jawohl. Move away. Scheiße, ich glaube, es hat sich uns umgedreht. Jawohl. Wow, nimm es. Eat it. Shit. Oh, shit. Okay, Moment. Still. Kombiniere mit dem. Oh, 12 Schuss. Great. Wenn das nicht rausreißt. Wow, so sehe ich nichts. Das geht mir halt nicht ab. Komm, move, 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 move. Ach, dieses Vieh, ey. Kommst du wieder hier unten? Hinterrum. Komm, hinterrum. Boah. Immer noch nicht tot. Warum bringen die Säuregeschosse denn hier nichts? Oh, diesmal wird's härter, glaube ich, mit dem Teil. Ah, gotcha. Nice. Da hatte ich mich nämlich vorhin drauf vorbereitet, ja. Jetzt ist er tot. Endlich. Okay. Da ist was rausgefallen. Awesome. Schlangenmüde. Allerdings bin ich schlangenmüde. Das kannst du aber mal ganz dick glauben. Okay. Und da ist es. Ein weiteres Buch. Was wahrscheinlich auch noch. Letztes Buch, Band 2. Etwas beinhaltet für uns. Nämlich. Wupp. Zack. Oh yeah. Eine Medaille war im Buch versteckt. Sehr schön. Wolfsmedaille gefunden im letzten Buch. Dafür gibt's dafür eine besondere Verwendung? Sehr wahrscheinlich schon. Was steht denn da? Keine besonderen Merkmale, aber da steht doch was. Mich verarschen? Na gut. Okay, Hauptsache wir sind die Schlange los. Gibt's jetzt hier noch mehr Zeug? Das weiß man wieder nicht. Also, gerade mal nochmal nach oben. Da gab's jetzt nichts mehr. Hier gibt's auch nichts mehr. Das heißt für uns, wir haben jetzt einiges an Medaillen. Jetzt müssen wir erstmal abgleichen, ne? Gut, gucken wir mal, ob wir hier rauskommen. Der Türgriff ist kaputt, es wird sich nicht öffnen lassen. Toll, muss ich jetzt den anderen Weg zurückgehen. Warum hat denn hier jemand den Türgriff gefetzt? What the fuck, komm. Uncool. Okay. Oh. Diese blöde Schlange einfach. Die kam durchs Fenster, okay? Oh yeah, awesome. Awesome. Die Sammlung philosophischer Werke, oder eine. Sie handeln alle von der ewigen Frage nach Leben und Tod. Yay. Okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt mit dem Zeug zum Friedhof gehen. Vorausgesetzt, wir haben jetzt genug Medaillen am Start. Das ist natürlich die Frage, ob das so ist.
Hoffentlich. Also jetzt haben wir alles geöffnet und haben auch so ziemlich alles hier besorgt. Außer natürlich der rote Diamant. Was geht mit dem? Man weiß es nicht. Rätsel, Alter. Rätsel. Jetzt fällt mir gerade was ein, was ich vergessen habe. Oh shit. Gut. Und zwar müssen wir mit der Kurbel das Wasser anstellen, sodass wir nicht mehr da durchgehen können und können dann auf der anderen Seite rein, hinten am Herrenhaus, am anderen Haus, meine ich. You know what I mean. I guess so. Das machen wir jetzt. Ich glaube, hier sind wir fertig. Wir sind jetzt nur leider auf der falschen Seite. Das heißt, einmal außenrum. Da. In der Hoffnung, ja, ich glaube, das Herrenhaus haben wir jetzt tatsächlich leer gelutscht. Gut, hier können wir die Kräuter noch mitnehmen, wenn wir noch Platz haben. Haben wir sogar noch. Gut, dann holen wir uns hier noch die Kräuter. Und das habe ich ja komplett vergessen. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Mit der Batterie, der Spaß da. War das hier? Ne, Moment, gerade mal gucke. Ich glaube schon, aber. Ja, okay. Da ist es, da holen wir uns jetzt erstmal nochmal mehr Kräuter. Oh Mann, ey. Und dann verlassen wir das Herrenhaus wahrscheinlich für immer. Für immer. Yeah. Naja, gut, nee, so 100 Pro bin ich mir da nicht sicher. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Alright. Und dann geht's jetzt endlich. Endlich in die andere Richtung wieder. Ah, lalala, da lang. Ja. Puh, es dauert schon lang, wenn man ohne Komplettlösung oder konkreten Weg arbeitet, wenn man nicht mal alles auswendig weiß. Ich hoffe, dass es im Stream alles schneller geht. Gut, und weiter darüber. Gib ihm. Oh yeah. Gut. Oberum. Geht das überhaupt oberum? Ey, die Karte, man kann sich einfach nichts merken. Ich kann mir einfach nichts merken. Nee, wir gehen um wieder unseren Weg, komm. Aber wir müssen noch mal an der Kiste vorbei. Nee, wir gehen den Weg. Was soll's? Druffgescht. Ne? Jo. There we go. Wupp. Jill. What? Okay, die Schlange wäre tot. Jetzt frage ich mich, was uns eigentlich noch fehlt, großartig. Die Tür ist ja repariert, also drauf geschissen hier an der Stelle. Mit Anlauf. Obwohl, es war unten die spinnt, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ach, egal. Ich glaube, wir müssen nämlich noch woanders hin. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, okay, aber nein, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir alles leer gelutscht und das ist die Hauptsache. So, grünes Kraut und die Medaille. Da, Windwabbe. Ah, das Windwappen können wir natürlich irgendwo einbringen, glaube ich. Und eine Adlermedaille. Die setzen wir jetzt erstmal untereinander quasi. Granaten. Ja, dahin. Die Winde, die brauchen wir. Gemischte Kräuter kommen dahin. Ein bisschen sortieren muss man ja schon, wa? So. Okay. Also das Windwappen, Wolfsmedaille, Adlermedaille. Da kommen wahrscheinlich noch mehr dazu. Aber werden wir sehen. Gut, gehen wir erstmal. Jetzt außenrum. Quasi. Da lang. Ja. Der Türgriff wurde repariert. Traum. Ich weiß ja nicht, ob er jemals kaputt war. Aber die Winde, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Winde hätten gebraucht. Oder nicht. Or what? Auf jeden Fall hier hinten lang. Da kommen wir noch nicht rein. Hier, jawohl. Genau. Okay, hier sind wir richtig. Und jetzt können wir nämlich. Mit der blöden Winde. Oh Mann, ey. Chaos. Chaotisch.
Ich weiß jetzt nicht, was wir benötigen, um in den Keller zu kommen. Noch irgendwas Rechteckiges. Oder Achteckig, oder was sie gesagt haben, ja.